Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe heute am Donnerstag, dem 12. August 2021. Der amerikanische Dow Jones Index präsentiert sich weiterhin von der starken Seite und hat auch sogar gestern weiter an seinem Ausbruch hier gearbeitet bzw. den laufenden Ausbruch fortgeführt. Das heißt, wir haben weiterhin ganz klar jetzt den ersten Kurswiderstand bei rund 35.100 Punkte. Diese Marke gibt dem Dow Jones Index kurzfristig Rückenwind. Auf gleicher Höhe im Übrigen auch der 10-Tage-Durchschnitt unterwegs, also eine gleich hier doppelte Kursunterstützung für den derzeit in Summe am stärksten Index. Denn der Technologieindex Nasdaq, ja, er tut sich weiterhin schwer. Gestern auch ein kleiner Kursrückgang, zwar nur 0,2%, aber wir sehen nun den zweiten Kursrückgang in Folge. Und Sie sehen, der Kampf um den Aufwärtstrend läuft. Die Gefahr ist groß, dass dieser aufgegeben wird und dass wir eben dann mal einen Kursrücksetzer sehen in einem Umfang von 500 bis hin zu 700 Punkten. Das wäre keine Überraschung und würde auch das Chartbild keineswegs dramatisch eintrüben. Dramatisch ging es gestern zu bei Moderna. Nachdem die Aktie bis auf fast 500 US-Dollar kletterte, fiel die Aktie nun gestern im Tief zurück auf 372 US-Dollar. Moderna gestern eine 15% Minus. Wie Sie wissen, hatte ich vor kurzem aus diversen Gründen hier bei Moderna zugeschlagen, und zwar auf der Short-Seite, weil ich genau betonte, jetzt wird es gefährlich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis eben hier der Rücksetzer nun kommt, und ich betonte auch hier, 15-20% sind sehr schnell möglich und diese haben nur noch eingesetzt. Dementsprechend gibt es deutliche Anpassungen in meiner Trading-Idee, denn wie Sie wissen, das erste Ziel ist, wenn ich schon den ersten Gewinn habe, hier mindestens in Richtung des Einstands Preises nachzuziehen. Doch hier sind wir jetzt schon so weit gut vorne, dass schon der erste Gewinn abgesichert werden kann. Also hier gute Nachrichten und alle Details entnehmen Sie entsprechend dann hier auch bitte dem Begleittext. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag.